The disappearance of a small forest was the first sign of the approaching evil. One morning, villagers awoke to find a solid wall of fog where their forest should have been. Some men, braver than others, ventured into the pitch-black mist, where they were never heard from again. The next day, the lake disappeared into the swirling mists. It was not long before the impenetrable mist enshrouded the village itself in perpetual darkness. Where once there had been life, now there was nothing but an impenetrable mist that turned day into night. By ancient covenant, the rulers of the Five Kingdoms had banned all interaction between their nations. Now the Five Kings abandoned their isolation and met to look for a solution. Sadly, none could offer a plan to defeat the fog. Terrifying rumors spread throughout the land. Some whispered tales of an ageless evil reawakened. Ja Leute, herzlich willkommen, das ist mein neues Projekt Lost Kingdoms. Immerhin hat ja einer dafür abgestimmt und bin ich echt froh damit, denn ich bin gehypt. Das hier ist nur eine kleine Vorschaufolge, ein kleines Preview auf das Projekt. Tja, vielleicht kennt ihr das Spiel, es ist für ein Gamecube, deswegen auch die Quali, die Grafik, alles ein bisschen, naja, zurückhaltender. Jedenfalls geht es darum, die Welt wird von dem Nebel bedroht, dem schwarzen Nebel. Und niemand kann ihn aufhalten. Jetzt wird sogar unser Schloss angegriffen und wir müssen einen der Runensteine beschützen und damit das Schloss vorerst verteidigen. Ja, was gibt das Spiel uns? Wie gesagt, wir holen diesen Runenstein, das ist jetzt alles natürlich ein bisschen geskippt, und werden dann auch in den ersten Kampf geworfen. Da lernen wir dann, wie wir kämpfen, und da seht ihr auch die ersten Gegner. Schön gemachte Skelette. Ja. Was gibt es denn? Also, hier wird mit Karten gekämpft. Und das ist recht simpel. Es gibt viele verschiedene Typen. Der hier, der Vogelmann. Das ist jetzt, man verwandelt sich in den und greift dann in die Richtung an, in die man schaut. Gibt auch noch ganz viele andere. Manche, die wirft man auf den Boden, wie ihr gleich sehen werdet. Zum Beispiel hier diese links unten bei dem B-Knopf. Die schmeißt man hin und die ist dann so lustig wie sie ist und läuft dann da rum und greift an. Und die auf Y und A, die benutzt man so selbst. Das ist nur für einen Angriff. Die kann man mehrfach benutzen, bis die Karte komplett ausgebrannt ist. Beziehungsweise solange man oben links dieser lila Kreis, solange der gefüllt ist, das sind diese Kristalle, die braucht man, um zu zaubern. Ansonsten wird Leben verbraucht, welches man mit der X wiederherstellen kann, denn es gibt auch Heilkarten. Ja, es gibt auch diese Karten, das sind, na gut, der Wolf ist praktisch wieder eine Verwandlungskarte. Hier seht ihr jetzt dieses Vieh, das unabhängig von uns kämpft, nur leider gerade ein wenig zurückgeschleudert wurde. Ja. Und das ist das Kampfsystem. Und ihr werdet natürlich auch belohnt. Die Karten sammeln zu dem EP. Und jetzt springen wir erst noch zu einem Bosskampf. Den schauen wir uns mal gerade an. So, hier sind wir in dem Bosskampf. Ja, vielleicht seht ihr gerade, die Goblins, die Hobgoblins, haben so ein Feuersymbol neben sich. Oben links seht ihr Erde, Wasser, Blatt, also Natur, und Feuer. Das sind Affinitäten, die natürlich dann Vorteile oder Nachteile geben. Und ja, die kann man sollte man auf jeden Fall später ausnutzen. Das ist nämlich spielentscheidend. Das hier ist jetzt das erste Tutorial. Bossviech. Das ist ganz simpel. Das besiegen wir auch recht einfach. Hier seht ihr jetzt den Spezialangriff. Das ist alles noch der Anfang. So, und wenn das besiegt ist, erscheint ein Level-Rating. Anhand von wie schnell man durch ist, wie viel Schaden man genommen hat, wie viele Karten man verbraucht hat und so weiter. Das mache ich jetzt einfach aus Jux und Donnerei. So. Jetzt seht ihr gleich das Rating. Da haben wir das besiegt. Und die Karten kriegen auch EP und Leveln. Mehr oder weniger. Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls kriegen wir jetzt unser Rating.
5 Sterne ist das Maximum. Und dann dürfen wir uns bis zu 3 Karten aussuchen. Wenn das Rating 4 oder weniger ist, dann sind es 2 Karten. Und wenn es ganz schlecht ist, dürfen wir uns eine oder keine aussuchen. Wir hatten jetzt Glück und haben den Sandgolem bekommen. Das ist eine sehr interessante Karte. Die ist nämlich auch unabhängig, also läuft rum und macht, was sie will. Und hat spezielle Fähigkeiten. So, nächstes ist das Kaufen und Aufleveln der Karten. Hier kann man ein paar Crap-Karten kaufen, wobei der rote Lizard noch interessant wäre. Aber das ist das richtig Interessante, das Transformieren. Wenn die Karten genug EP angesammelt haben, durch Benutzen, wie hier die hat 343, kann man sie leveln. Beziehungsweise, das sage ich jetzt gerade wieder falsch, man kann sie upgraden. Dann kriegt man eine andere Karte. Eine neue oder eine stärkere Version oder eine ähnliche. Sehr cool gemacht. Also ich hoffe, ihr schaut in das Let's Play rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein kleines Preview. Macht's gut, Leute. Ciao.